Ich werde diesen Sommer mit dem Europa-Jugendparlament von Lützburg am Sportlycée. Du hattest sicher ein Asian International Forum. Weißt du das? Erklärt dich Olivier Kano vielleicht ein bisschen besser. Ich bin Head Organizer von dieser Session zusammen mit Leon Sutter, der ich mich charge des Projekts. Und ja, wir leben ein bisschen das Ganze. Das ist frei aufstehen. Ich meine, so gegen 7 Uhr direkt Orga-Briefing. Das heißt, wir mussten uns auch für den einen aufschwätzen, Leonor und ich. Und dann haben wir eben ein Briefing mit allen anderen Organisatoren. Und dann eben, hier ist immer nicht mehr die ganze Zeit einen Schritt um 4 ausdenken. Ich muss die ganze Zeit am Gang zu denken. Ich muss da noch rufen, ich muss das noch machen. Und da probiere ich es überall ein bisschen zu sehen, um einen Open Tower zu haben und eben Probleme auf der Platz zu lesen. Und das dann aufwärts bis spät, bis ich früh am Bett leide. Das heißt, ja, geht nicht mehr lang durch. Es sind schon mal 3 Stationen. Wir fangen immer mit dem Teambuilding an. Wir sagen, die einzelnen Partizipanten an ihre Kommissionen, die Stadt kennenlernen, ein bisschen die Eis brechen. Und dann haben wir dann als Zweitfest dann den Committee Work, nenne ich mir das, wo dann Kommissionen die Resolutionen dann ausschaffen. Und dann haben wir dann noch als Assemblée General, der das auch während 2 Tage, wo dann alle Kommissionen zusammenkommen, die Resolution vorstellen, an die da gestimmt wird. Entweder dafür oder dagegen. Und dann dürfen wir danach lauter kulturelle Aktivitäten, um den kulturellen Echange zu promovieren. Als allererstes wünsche ich mir, dass die Leute wirklich von der Session gehen, von der Konferenz fortgehen. Und einfach so, die Zeit, die ich investiert habe, hat sich wirklich gelohnt. Ich habe wirklich einfach erstens mal etwas dabei gelernt. Aber ich bin aber auch bereit, mich weiter zu engagieren. Ich will wirklich, dass Partizipanten mit dem Gefühl gehen, sie könnten wirklich, egal welche Domäne das ist, wirklich sich engagieren, etwas bewegen und einen Impact zu haben. Das wäre wirklich das perfekte Ziel. Obwohl dem Olivier seine Funktion, Meinung und Wünsche mir nicht durchgegangen sind, und ich auch direkt einen Adrian interviewt. Hiya, I'm Adrian, I'm from the Netherlands, I'm 21 years old, and I'm here. Moin, ich bin Adrian, ich komme aus den Niederlanden. Und ich bin heute bei der ersten europäischen, den ersten internationalen Jugendforum vom EYP Luxemburg als Session-Präsident. Bei dieser Konferenz haben wir plus oder minus 200 Leute, die mitmachen. Von denen werden ein 100 Stück diskutieren. Sie werden Resolutionen und Ideen debattieren und ausbauen. Und das ist mein Ziel, zusammen mit einer Equipe von 16 anderen sicherzustellen, dass alles gut aufläuft. Also während der Konferenz müsste ich mit den 16 anderen ein Präparationsbüchelchen von ungefähr 160 Seiten schreiben, das Partizipanten da benutzen, für ihre Recherche zu starten. Hier auf der Konferenz trippeln ich rundherum, beobachten alles und gucken, wie es den Partizipanten geht und was sie von der Konferenz halten. Bei dieser Konferenz haben wir Partizipanten aus 26 verschiedenen Ländern im Alter von 16 bis ungefähr 25 Jahren. Mein Ziel ist es, dass Partizipanten das Gefühl haben, etwas gemacht haben, dass sie mehr Leute kennengelernt haben und dass sie die Chance hatten, ihre Meinung auszudrücken. Voice their opinions and learn more about both their own views and those of all the other participants. Und zu guter Letzt hat ich noch ein Interview mit einem Delegate. I'm Peter, I'm from Netherlands, I'm 16 and this is my... Hallo, ich bin Peter, ich bin 16 Jahre und derzeit ist mein feiert EYP-Session. Wir diskutieren Probleme, die auf europäischem Level diskutiert gehen und probieren so zu handeln, wie wir Mitglieder aus dem Europaparlament wären und präsentieren uns Lösungen zu den Problemen. Ich treffe gerne Leute aus anderen Ländern und ich diskutiere gerne über Themen, die Leute in meinem Alter nicht so oft behandeln.
Mir hei kann in eng fantastisch akademisch Unterhaltung feiern. Für ehrlich zu sein, die Organisation war wirklich gut. Alles aus mir Zeiten ugelauf, obwohl das nicht immer der Fall ist. Das schon vier kommen, dass dies zu spät kommen oder kriegt den 300 nähen, bredischer. Und es macht Spaß, weil es halt so eine gute Organisation ist. Lützeburg hat sich Vierdeler. Es war wirklich flott, hier alles zu sehen. Weil bei verschiedenen hat die nehmen Leute aus seinem eigenen Land und hier sind Leute aus Serbien, Polen, Spanien und England. Du kannst lauter verschiedene Leute treffen, mit von den verschiedenen Depressionen, für über das Thema zu schwätzen. Und das ist etwas ganz Flottes, was den Heimat sich hält. Das ist eine coole Erfahrung, obwohl viele Leute denken, dass es am Anfang abschüchternd ist. Mir das ist wirklich wert. Es sind wirklich cool Leute und es ist eine flotte Zeit. Es lehrt dir sicher etwas bei, was dir nicht lehren ging, wenn ihr daheim bleibt. Also ich empfehle das wirklich. We'll definitely learn something which you can't learn just by staying at home or staying in your home country. So I really recommend it.